Ja, Hildegard. Das ist ja hochinteressant. Seit 30 Jahren hat außer der Geißen Petra und der Clara niemand mehr das Schrattenfuhr Heidi gesehen. Aber ich weiß, wo es ist. Und Sie werden es sehen. Vorsichtig, be careful, man darf uns nicht sehen. Ich habe ja immer gewusst, dass die Iseli im Flick weggeht. Aber gerade einen solchen Knall hätte ich also nicht gedacht. Also wie hat sie gesagt, nur schnell husch, husch und dann ist die Rabe, gell? Und? Könnt loslassen. Watch! So tun Sie doch gleich aufpassen, gell? Ja, das können Sie schon sagen. Komm! Follow, ich kenne eine Abkürzung. Komm! Yes! Schrattenfrau Heidi! We are coming! Still! Quiet! Watch! Oh, da! Oh, da! Oh, da! Oh, da! Oh, da! Oh, da! Oh! Sind wir gegen Bärenbefall versichert, Ewald? Dann mach das doch mal! Die Sage sagt, dass das Schrattenfluh Heidi die Seele dem Teufel verkauft hat. Dafür warnt er sie mit Donnerschlag, wenn sich jemand nähert. Muss ich schaffen wie ne Morgen. Jetzt aufpassen! Die Sage sagt, dass nicht nur das Schrattenfluh-Heidi gewarnt wird, dass dummerweise auch der Wilhelm Tell vom Donner aufgeweckt wird und nochmals die Schweiz gründet. Watsch! Ach, den Tell habe ich mir aber anders vorgestellt. Die Rosmarie Pfund kannst du jetzt für gar nichts brauchen. Das glaube ich ja nicht. Ja, es tut mir leid, Frau Iseli. Im Kostümverleih haben sie den Wilhelm Tell nicht mehr gehabt. Nur noch Römer. Also das Schneewittchen hatten sie auch noch gehabt. Aber nur immer so komische Wäsche. Und das steht mir jetzt also überhaupt nicht. Schon gut, Frau Pfund. Was nur wenige wissen. Eigentlich wollte der Römer Pfundikus die Schweiz gründen, aber er kam zu spät. Die Sage sagt, dass ab und zu versehentlich dieser Pfundikus vom Donner aufgeweckt wird. Komm! Da! Das Geschichtli glaubt mir sowieso niemand mehr. Spätestens jetzt, wenn sie sieht, dass die Schrattenfluh Heidi eine Schwarze ist. Tudelo, Heidi! Ja, Moment!
mal nach, Ewald. Und sonst kriegen wir sicher unser Geld zurück. Oh, jetzt haben wir auch noch mal das Wunder auf, du. Was ist denn jetzt los? Seele, Mystica Friken, wie das ja gesagt, ich bin hier, ich bin da, ich bin überall. Ah, wie. Ja, super. Es wohnt. Das geht ein gutes Geschäft. Voilà! Der Rest kommt noch. Haben Sie das Grosse losgezogen? Ja, Ihre afrikanische Landeslotterie. Oh! Jetzt habe ich das fast vergessen. Dir gestattet. Hättet mal gesehen, wie der Banker zur Wäsche ausgeschaut hat. Ist er wirklich Schuttele, du? Sicher? Porca miseria! Schau da! Jetzt läuft das Geschäft aber doch. Die kommen alle wegen dem Wunder von der Schrattenflut. Das hat sich schon umgesprochen. Der Trick muss mir Frau Gubi also noch erklären. Mal war die da, dann wieder hier, dann wieder da. Irgendetwas mit Spiegeln vielleicht. Besser machen Spaghetti. Die Fondue von der Frau Gubi kannst du nicht fressen. Dann soll ich dir nur danken, Elvira. Ich habe nichts gemacht. Manchmal geht es halt einfach munter. Everything okay? So was? Ja, richtig gut. Du sag, muss ich an den Broteli und den Stückeli gucken? Ah, wie, ja. Oh mein Gott! Und dann ist die Rabe, gell?